Hi, ich bin Marc und heute soll es zur Auflösung der 1000 Abonnenten VA Challenge gehen. Und zwar, ich hatte mir eigentlich noch Papier mitgenommen, wo das alles draufsteht, die ganze Liste. Aber die habe ich natürlich zu Hause liegen lassen. Schlau wie ich bin. So, deswegen mache ich mir das jetzt einfacher heute. Ich habe nämlich zum Glück mir das Zeug als E-Mail zugeschickt und ich habe hier ein bisschen Netz. Das heißt, ich kann mir das hier anschauen. Ich mache das folgendermaßen. Ich habe hier einmal die Liste. Ich hoffe, ihr könnt die so gut sehen. Ansonsten, ich blende die auch nochmal. Ah, ne, ich glaube, das geht gut. So. Okay, und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich habe, also wir haben 14 VAs. Erstmal ganz lieben Dank an euch für die wirklich richtig geilen VAs. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, wenn ich nach Wasser frage, was da für coole Sachen kommen. Wirklich. Da war echt alles dabei. Da waren der Jürgen Wolkenfänger war schwimmen. Dann hat er mir noch ganz viel über Wasser erzählt. Was ist überhaupt nass? Die Videos könnt ihr natürlich alle sehen, sind in der Playlist verlinkt. Schaut euch die an, richtig geile Videos dabei. Über Videos draußen, über einen kleinen Bach, dann der Mr. Damast-Stil, glaube ich, war das. Der hat mir gezeigt, wie er Wasser abkocht und dann auch sich was daraus macht und trinkt. Und ja, richtig geile VAs, was soll ich sagen. Wir haben 14 Stück. Ich gehe jetzt auf random.org. So, da habe ich schon einmal, ich hoffe, man kann das sehen. Einmal habe ich das schon ausprobiert. Ja, ich sehe es im Display. Jetzt drücke ich mal einmal, ich hoffe, das funktioniert. Nee. Die Nummer 11, wenn ich das richtig sehen kann, über Kopf. So, hier könnt ihr auch sehen, Nummer 11 ist Schnorres 58. Das ist gut, Christoph, du hast gewonnen. Christoph hat mir aber geschrieben, er will nicht teilnehmen, also müssen wir neu ziehen. Christoph, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Tja, du wolltest nicht teilnehmen, also machen wir wieder von vorne. So. Das ist die Nummer 8. Die Nummer 8 war Jürgen, der Wolkenfänger. Platz Nummer 1. Du kannst dir aus den zwei Sondersachen eins aussuchen. Oder drei Sondersachen? Naja. Du hast auf jeden Fall das erste aussuchen. Das war ja das Navi, das Buch. Und Nummer 3 war... weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Gut. Alles klar.
So, dann geht's wieder zurück. Klack. Jupp. Die Nummer 14. Plan C wie Chaos. Herzlichen Glückwunsch. Dein Video hat mir auch richtig gut gefallen. Da direkt an dem See, und du hast Magnetangeln, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nummer 2. Du darfst dir aus den zwei restlichen Sachen, die der Jürgen nicht haben wollte, was aussuchen. Und die Nummer 3. Ist la 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 la. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade Netz verloren. Heide, heide, nein. Geil, oder? Wie das so spannend bleibt. Ah, da ist was gekommen. Die Nummer 9. So. Die Nummer 9 ist der Outdoor-Falzi. Outdoor-Falzi, du hast den dritten Platz. Alles klar. So, Leute. Das war's schon von mir. Das war die Auslosung meiner 1000 VA-Challenge. Seid mir bitte nicht böse, dass ich nichts richtig Aufwendiges gemacht habe. Ich wollte das jetzt abdrehen. Ich wollte es fertig machen. Und jetzt ist gerade ein bisschen schönes Wetter. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Alles klar. Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder, bestimmt, bei euch auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal oder irgendwo hier draußen. Ach so, an die Gewinner natürlich. Schreibt mir eine PN. Ich schreibe euch auch eine PN mit eurer Adresse. Alles klar. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.